Hallo ihr Lieben, ich bin Trigi und heute habe ich eine ganz besondere, kleine, eigentlich riesige Ankündigung für euch. Wir tun es! Wir starten einen Community-Server und zwar für alle, die mitmachen wollen. Keine Sorge, falls du Angst hast, keinen Platz mehr darauf zu bekommen. Der Server hat 100 Slots. Das sollte ausreichen. Da er über Nitrado läuft, sollte auch die Performance okay sein. Der Clou daran ist, dass es sich um einen zeitlich begrenzten Server handelt. Der Server ist seit gestern online und wird 90 Tage lang aktiv sein. Bis dahin hast du die Möglichkeit und Herausforderung, dich dort zu verewigen. Den Speicherstand werde ich nach 90 Tagen zum Download zur Verfügung stellen und alle paar Tage werde ich selber einen Blick auf den Server werfen und vielleicht eine Art Videotagebuch über die Entwicklung und Konstruktionen führen. Ganz am Ende der Laufzeit wird es dann nochmal ein extra Video dazu geben. Es gibt keine festen Vorgaben, wer was zu machen hat. Aber seid euch bewusst, dass er komplett ohne Mods oder Veränderungen am Spielstand läuft. Forschung und Baumaterial müssen also auf dem bekannten Weg gearbeitet werden und auch für Strom muss wie gewohnt gesorgt werden. Ob ihr dafür jetzt ein riesiges Kraftwerk baut oder jeder für sich selber seine Produktionskette mit einem kleinen Kraftwerk versorgt, steht euch natürlich offen. Schilder und Signalisatoren können helfen, Hinweise für andere Spieler zu hinterlassen. Selbstverständlich gelten die ganz normalen, logischen, zwischenmenschlichen Regeln, egal ob im Internet oder im Real Life. Seid freundlich zueinander und lasst in diesem Fall bitte die Konstruktionen der anderen Spieler in Ruhe. Wenn ich jemanden dabei erwische, arschig zu sein, wird ohne Vorwarnung gebannt. Baut gigantische Konstruktionen, fantasievolle Fabriken oder protzige Produktionsketten. Wenn Bedarf zum Austausch besteht, biete ich meinen Discord-Server an, wo ich gesonderte Text- und Voice-Chats für den Community-Server einrichte. Die Serverdaten zur Verbindung, Link zu Discord und alle anderen wichtigen Informationen findest du in der Videobeschreibung. Ich bin mega gespannt, was ihr in 90 Tagen mit dem Server und der Spielwelt von Satisfactory anstellen könnt. Viel Spaß dabei, wir sehen uns auf dem Server, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen!